Eine Marktgemeinde ist ein Ort mit Marktrecht. Das spielt im Mittelalter eine große Rolle. Wir waren beim Jubiläumsfest 20 Jahre Marktgemeinde dabei. Am 5. September 1999 wurde die Marktgemeinde Leopoldsdorf im Bezirk Bruck an der Leitha in den Rang einer Marktgemeinde erhoben. Dieses Jubiläum wurde am vergangenen Samstag im Beisein von Landeshauptfrau Johanna Mickl-Jeitner mit einem großen Festakt gefeiert. Ich halte das für einen wunderschönen Tag, trotz dessen, dass das Wetter jetzt nicht hundertprozentig mitspielt, aber schon der Besuch unserer Landeshauptfrau zeigt, wie groß, ernst und wichtig, dass in St. Pölten genommen wird. Welche Rolle spielen Marktgemeinden in der heutigen Zeit? Eine ganz große Rolle, weil sie die Lebensadern unseres wunderschönen Bundesland Niederösterreich sind und weil gerade Marktgemeinden natürlich die Lebensqualität auch darstellen für unsere Familien, und in den Gemeinden soll man sich einfach wohlfühlen, und das tun sich die Leopoldsdorfer her. Marktgemeinden sind letztlich das, was sozusagen zwischen den Großen und den Kleinen ist. Und die spielen eine große Bedeutung bei uns im normalen Leben der Menschen, weil das so Gemeinden sind mit 2000 Einwohnern, sagen wir einmal, die jetzt natürlich für die Bevölkerung ganz eine wichtige Rolle spielen. Im Zuge der Feierlichkeiten bot Bürgermeister Fritz Blasnek einen Rückblick auf die letzten 20 Jahre der Marktgemeinde. Dabei wurden auch Bilder von damals auf der Bühne präsentiert. Das hat man den Rollenschaden, den Löster und die Dame auf dem Bild, unsere Landeshauptfrau. Wir haben die Gleiter vor 3 Jahren. Ebenfalls wurden verdiente Mitarbeiter auf die Bühne geholt und geehrt. Das ist bei solchen Anlässen natürlich immer eine Vorgabe, weil wir dann auch das Publikum da haben, dass diese Leute, die geehrt werden, auch dementsprechend eine Ehrbietung von den Bürgern haben. Und ein weiteres Jubiläum wird heuer gefeiert. Vor 65 Jahren wurde Leopoldsdorf mit der Ausgemeindung aus Wien wieder eine selbstständige Gemeinde. Beide Jubiläen sind wichtig, weil sich die Entwicklung von Leopoldsdorf ablesen lässt. Und diese Entwicklung war eine unglaublich erfolgreiche, vor allem vor den Toren Wiens, eine eigene Identität und das Gefühl, Heimat geben zu können, ist schon eine ganz große Aufgabe, die Leopoldsdorf gut bewerkstelligt hat. Das Wappen, das Sie heute hier sehen, wurde damals auch zur Markterhebung kreiert. Das heißt, auch eine Marktgemeinde darf auch ein Wappen tragen. Leopoldsdorf ist da im Westen des Bezirkes, des neuen Bezirkes, ja eine der größten Gemeinden, ist auch sehr stark wirtschaftlich und hat daher eine bedeutende Rolle im Bezirk.